Und willkommen zurück zu Technomage und zack, der Timer läuft. So. Ja, haha, ich habe erfahren, wie viel Parts ich wahrscheinlich brauchen werde für den Hive und... Ja. Ihr konntet es wahrscheinlich in die Kombi schon... Okay, da ist er. Melvin, mein Junge. Ich bin außer mir vor Glück, dich zu sehen. Ich kann es gar nicht begreifen. Was für eine glückliche Fügung des... Ist mit dir alles okay? Was machst du denn hier? Warum bist du eigentlich nicht bei deiner Mutter in Dreamertown? Ist das nicht der Vater? Vater, ich bin so froh, dass ich dich endlich gefunden habe. Ich habe schon so lange nach dir gesucht. Und ich bin sehr erleichtert, dass du den Spinnen und dem anderen Getier bisher entkommen konntest. Ich auch, glaub's mir. Meine armen Gefährten haben ihren Wissensdurst mit dem Leben bezahlen müssen. Aber wir haben immerhin auch eine Menge herausgefunden. Wir haben angenommen, dass die Biester aus dem Untergrund aus einer Art Unterwelt kommen und das scheint sich zu bestätigen. Das ist zumindest einer der Gründe, warum es hier unten so viele von denen gibt. Sie kriechen langsam aber sicher in unsere Städte hinauf und bedrohen alles und jeden. Was für ein Horrorszenario! Aber ich denke, du könntest recht haben. Ich habe reichlich Spinnen und verschiedene kleine Biester hier unten getroffen. Aber als allererstes sollten wir machen, dass wir hier herauskommen. Steamertown, Dreamertown, ja eigentlich jeder, der in Gotos lebt, ist bedroht. Wir müssen die anderen warnen, um unsere schöne Welt retten zu können. Oh Mel, du erscheinst mir plötzlich so erwachsen. Mein mutiger Sohn, du hast voll und ganz recht. Hör mir aber bitte zuvor trotzdem kurz zu. Ich habe seit langem die Geschichte von Gotos studiert. Und Dinge wie diese haben sich hier schon einmal ereignet. In der Zeit der großen Kriege. Weißt du, vielleicht waren diese wilden Biester ja schon immer hier. Ich bin davon überzeugt. Irgendetwas muss dann vor kurzem ihre Wiederkehr an die Oberfläche ausgelöst haben. Was versuchst du mir zu sagen? Hilft uns das im Augenblick weiter? Warum soll ich mich mit der Vergangenheit auseinandersetzen? Darüber nachdenken? Die Gefahr lauert doch ganz konkret hier und jetzt. Wenn es den ehemaligen Bewohnern von Gotos vor tausenden von Mondzyklen schon gelungen ist, ein Mittel gegen diese Bedrohung aus der Unterwelt zu finden, dann könnte der Schlüssel zur Lösung unserer aktuellen Probleme mit großer Wahrscheinlichkeit in der Vergangenheit liegen. Aber jetzt lass uns erst einmal versuchen, hier herauszukommen. Aber wie denn? In dem Labyrinth, das hinter mir liegt, gibt es keinen Ausgang. Den hätte ich gefunden. Wir müssten schon durch Wände gehen können, um hier bald wieder rauszukommen. Ich wollte gerade diese besondere Bombe hier an dieser Wand ausprobieren. Lass uns das jetzt einfach gemeinsam tun. Wie funktioniert das? Platziere die Bombe immer sehr nah an dem Objekt, das du sprengen willst. Steh niemals nah dran, wenn du sie gezündet hast. Um sie zu zünden, musst du sie mit dem Cursor unter deinen mystischen Werkzeugen im Charaktermenü auswählen. Drücke die Action-Taste, um deine Wahl zu bestätigen. Und schließ das Charaktermenü wieder. Drücke die Tool-Taste, um die Bombe zu zünden und zieh dich dann schnell zurück. Die Bombe... In Ordnung. Ich habe verstanden. Lass uns anfangen. Los. Alles klar, mein Sohn. Dann ab in Deckung. Vater? Bist du in Ordnung? Das ist ganz schön schief gegangen. Oh, heiliger Schraubenschlüssel. Jetzt sind wir wieder voneinander getrennt. Ich verstehe das nicht. Ja, ja, mir geht's gut. Ich bin nicht verletzt, aber jetzt sind wir wieder getrennt und müssen eigene Wege gehen. Du musst den Weg tiefer hinab in die Stollen wählen und schauen, ob du dort einen Ausgang findest. Untersuche alles, was dir in die Finger gerät. Und Mel, vergiss nicht, dass wir die anderen Völker in Gotos warnen müssen. Du bist vielleicht der Einzige, der diese Welt retten kann. Ich hoffe, wir sehen uns sehr bald wieder, mein Sohn. Ich werde deinen Rat befolgen, Vater. Aber lass uns jetzt nicht länger wertvolle Zeit verlieren. Es war wirklich schön, dich einmal leibhaftig zu treffen. Pass gut auf dich auf. Ich möchte dich nämlich bald wohlbehalten wiedersehen. Okay, das war ja ein sehr, sehr interessanter Dialog, muss ich sagen. Und wir können nochmal aufwerten. Was werten wir denn auf?
Das haben wir noch gar nicht aufgewertet. Wir können euch einmal das aufwerten. Das sind die Hitpoints. Die Hitpoints können auch mal nach oben. Ja, und mehr erstmal nicht. Okay, gut. Ja, das war ein sehr interessantes Gespräch gerade. Mit unserem Vater. Ja, und ich weiß, dass dieser Dungeon sehr, sehr groß ist. Das ist wahrscheinlich, ja, laut Osoma circa 7 bis 8 Parts dauern wird, bis wir hier rauskommen. Wir haben zwar noch einen sehr weiten Weg vor uns. Und leider auch viele, viele Spinnen und anderes Getier. Ja, ihr seht, wie groß das ist. Ich erfahren, dass es der größte Dungeon des Spiels ist. Gut, zum einen hätten wir es hinter uns dann. Zum anderen brauche ich jetzt sehr, sehr viel Geduld. Und vor allem Parts. Mal kalkulieren. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt jeden Tag eine Folge machen würde, hätte ich Ende dieser Woche diesen Dungeon vielleicht hinter mir. Ich werde definitiv die Stärke demnächst mal... Sag mal, ey, die Spinnen gehen mir so auf die Nerven, ey. Mann, ey. Das Nervigste am ganzen Dungeon sind die Spinnen, finde ich. Mein Entgiftungskraut ist bald alle. Hat sich gerade was getan oder was war es gerade für ein... Okay, was ist das für ein Geräusch? Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir absolut und gar nicht. Ah, danke. Energie war das. Und Mana. Ich glaube, hier ist, ja, ist eine Kiste neben mir. Wenn ich sowas sehe, werde ich das natürlich auch mitnehmen. Wenn ich es sehe. Doch so eine Wand, glaube ich, die man sprengen kann. Moment, wir haben doch die Bombe jetzt. Beziehungsweise so eine Bombe. Ich glaube, V stand da. Ah, okay. Huiuiui, zendet aber ganz schön schnell. Ah, das ist Nest. Was mich manchmal nervt, ist, dass die Spinnen manchmal nicht treffe. Obwohl ich drauf haue. Gibt es da bestimmt eine Menge zu finden. Ja. Zum Beispiel sowas. Okay, da vorne war eine Tür. Da war eine Spinne. Ja.
So, was haben wir denn Schönes? Ah, ein bisschen Energie. So. Da ganz hinten und da oben ist noch was. Was denke ich mal Items sein werden. Und was ist das für ein komisches Geräusch? Das irritiert mich voll. Dieses Grummeln oder was das ist. Oh Mann, ja klar. Achso, das war jetzt Energie gewesen. So, und dann weiter hinten. Was war da noch gewesen? Achso. Das war jetzt dumm. Das war ja diese eine Wand gewesen. Die, glaube ich, zugegangen ist. Ja. Das war die Wand. Da wäre ein Bereich gewesen, den ich noch erforschen können. Aber da war ich gerade leider ein bisschen zu voreilig. Wobei ich sagen muss, ich wusste das jetzt nicht mit der Bombe. Von daher. Ja. Es ist jetzt leider eh zu spät. Aber naja. Gehen wir einfach weiter und gucken, was wir entdecken können noch. Ich muss sagen, dieses komische Grummeln gefällt mir absolut nicht. Klingt sehr stark nach einem Monster. Okay, da unten habe ich gerade schon gesehen, ist kein Abgrund. Einfach nur Boden. Ich lerne es nicht. Ich lerne es einfach nicht. Flugvieh. Okay, ja, das scheinen diese Viecher aus der Unterwelt zu sein, von denen die Rede war. Und das sind wirklich viele. Dieses Grollen gefällt mir absolut nicht. Da unten ist was. Schalter. Ah, cool. Ah, das war wieder so schlau. Da noch. Schon echt praktisch, so eine Fackel. Muss irgendwo ein Nest sein. Muss irgendwo noch ein Nest sein. Ja, danke. Drecksvieh. Und gerade Energie bekommen und schon dann wieder verloren. Werde ich nicht durch dich noch verlieren, komisches Rollvieh.
Ja, wunderbar. Kommen noch mehr von diesen Mistviechern angeflogen. Ich sollte vielleicht mal wieder speichern. Wenn ich jetzt hier abkratze, wäre das unvorteilhaft. Wäre das sehr unvorteilhaft. Diese Flugteile, die Flugviecher sind echt nervig, muss ich sagen. An die Spinnen kann man sich so leicht gewöhnen. Sind zwar trotzdem noch ziemlich nervig, was, wie ich erfahren habe, auch so der Sinn sein soll, aber sie gehen mir trotzdem noch ziemlich auf den Sack. Okay, da ist das Nest. Natürlich, wenn das Nest kaputt ist, muss noch eine letzte Spinne rauskommen, die mir natürlich auf den Sack geht. Ja, der zwei von euch ist... Ich glaube, es hackt. Da vorne ist Schalter. Ich hasse fliegende Gegner. Wirklich, fliegende Gegner zählen zu einem der nervigsten Feinde überhaupt. Weil sie einen einfach nur trollen können. Okay, was ist da drin? Oh, Mana-Trank, danke. Boah, ist das ein Riesenstollen. Ist das ein Riesenstollen. Und ich habe erfahren, dass ab hier, also hier unten im Stollen, das Spiel erst so richtig anfängt. Und ich muss sagen, ich merke es. Vor allem gerade an der Gegnerzahl. Das ist ein Gang. Gehe ich gleich hin. Erstmal müssen wir hier alles weiter erkunden. Ihr könnt ja noch was Wichtiges rumliegen hier oben. Oh Mann. Ja, ich weiß. Ich lerne es nie mit diesen komischen Löchern. Oh, zwei Nester. Ich glaube, als nächstes definitiv mal die Stärke nach oben. Damit dieses blöde Ungeziefer schneller stirbt. Genau das meine ich nämlich. Aber hier scheint noch was zu sein. Hab dich gesehen. Mann, ja, super Punkt für so ein Loch. Vorne ist ein Schalter. So.
Sag mal. Ich glaube, es hackt. Ich gleich mal heilen, glaube ich. Einmal Kraut und einmal heilen. Okay, auf einmal geht's da noch lang. Ich muss sagen, die Fackel ist auch gerade nützlich, wenn du am Tag spielen willst. Dann siehst du wirklich mehr in diesem Dungeon. Wenn die Fackel jetzt aus wäre, würde ich wirklich gar nichts mehr sehen. Also am Tag mit Sonnenlicht, das ist, ja, etwas unpraktisch. Ja, das... Sorry, ich hab's zu spät gesehen. Ich hab das gerade echt zu spät gemerkt. Okay, Zeit habe ich noch. Zumindest für diese Etage. Ich laufe gerade viel rum, ich weiß, aber ich will mich nochmal ganz genau umgucken. Ja, genau deswegen nämlich. Oder deswegen. Womöglich werde ich jetzt nicht ganz alles sehen, beziehungsweise finden können, aber ich habe ja schon mal gut was gefunden. Nee, 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 diesmal nicht, Freundchen. Diesmal nicht. Jetzt wäre ich hier fast noch abgestürzt. Mal safen. Und ab zur nächsten Etage. Okay, jetzt bin ich ja wieder hier. Oh nein. Ich bin den falschen Weg gegangen. Das war der Rückweg. Also der Weg, von dem ich gekommen bin. Naja. Wenigstens sind die Feinde weg. Und bleiben es auch. Ah, das war jetzt die... Ich hasse es, wenn die Flaschen immer so aufploppen müssen. Wenn sie leer sind. Das ist voll nervig manchmal. Ach, natürlich. Konnte ich auch wunderbar sehen. Oh Gott. So eine ganz präzisen Sprünge, vor allem... Ja, ich sehe es eigentlich gerade kaum. Wegen dem Tageslicht. Hier ist nur ganz, ganz schwach, dass da was ist.
Das heißt, es sind gerade für mich so ein bisschen Blindjumps und danke, Mel. Danke, dass du da nicht entlangläufst. Obwohl da eigentlich theoretisch meilenweiter Platz ist. Aber nein! Du musst ja abrutschen. Ja. Ich stand eigentlich auf der Plattform drauf. Aber anscheinend auch wiederum nicht. Na, ganz toll. Boah, am Tag jetzt vor allem ist das eine richtige Prozedur hier. Mit der Springerei. Hier brauchst du echt Fackeln. Wenn du hier keine Fackeln mehr hast, hast du ein kleines Problem. Oh Mann! Boah, jetzt reicht die Speicher da ab. Obwohl, das bringt ja auch nichts, weil das bringt mich sowieso zum Checkpoint zurück. Oh, solche Sprungpassagen lieb ich ja. Mann! Ich hasse es. Das sind solche Sachen, da reg ich mich quasi immer bei Spielen auf. Wenn solche kleinen Mini-Fitzel-Sprüng-Passagen kommen. Vor allem auf so wunderbar großzügigen Plattformen. Das. Mein Gott. Ein falscher Sprung. Und das war's. Mann, ja, der war zu kurz. Flasche. Meine. Entschuldigung. Boah, ich werde nach dem Bad alle Plastikflaschen aus dem Zimmer entfernen. Okay. Sag mal, was war das denn jetzt? Springen völlig ordentlich. Danke, lass mich wenigstens hier noch drüber. Lass mich.
Entschuldigung. Ich musste gerade ein kleines Problem beseitigen. Nennt sich Plastikflasche. So, wenigstens noch, lass mich wenigstens dort noch drüber. Das ist der falsche Weg, ich sehe es auf der Karte. So, ich speichere hier ab. Wenn ich jetzt irgendwo runterfalle, dann lade ich, ist mir scheißegal. Ja, tut mir leid gerade, dass ich gerade ein bisschen, ja, explosiv wurde. Aber mit diesen scheiß Flaschen, das hat mich gerade echt gereizt. Und dazu noch die Sprungpassagen. Das war dann ein bisschen zu viel, also tut mir leid. Dass es gerade so gekommen ist. Wo kommen die Spinnen her? Wo kommt das her? Wo kommt das her? Wo kommt dies und das her? Ich muss die Spawnpunkte noch. Ich muss diese Spawnpunkte noch loswerden. Oder Spinnen ist der gesagt. Schnell, schnell, schnell. Oh, mein letztes Entgiftungskraut. Moment mal, ich hab doch was dagegen, glaube ich. Lindertvergiftung. Ach, kann es sein, dass die komischen Maden meine Vergiftung heilen? So, kann ich jetzt bitte abspeichern oder ist hier noch irgendwo so ein Zeugs? Ungeziefer? Nee, ich glaube nicht. Ja. Kann ich jetzt bitte abspeichern? Ja, ich kann speichern. Gut, Leute, das war's für heute von Technomage. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, Leute.